Shariranasa, auch genannt Shariranasasana, ist die Körper-Nasen-Stellung. Du hast den Körper gerade und die Nase hoch zum Himmel geräkelt. Es ist die gleiche Stellung wie Sanakadikasana und hat auch noch weitere Bezeichnungen. Angelina, Yogalehrerin und Sevaka bei Yoga Vidya Bad Meinberg, zeigt, wie es geht. Stelle dich gerade hin, Fersen und Zehen zusammen. Dann lass den linken Arm locker hinunterhängen. Bring den rechten Arm hinter den Rücken und fasse mit der Hand an die linke Hand oder das Handgelenk in der Höhe von Oberschenkel oder Hüfte. Dann halte die Knie gestreckt und das Hauptgewicht auf den Fersen. Halte aber alle 10 Zehen auf dem Boden und spüre mit den 10 Zehen den Boden. Dann wölbe den Brustkorb etwas nach vorne und gib jetzt den Kopf nach hinten. Beuge auch den Rumpf etwas nach hinten. Beuge den Kopf so weit nach hinten, dass nach Möglichkeit die Nase der höchste Teil des Kopfes ist. Geh also durchaus relativ weit nach hinten. Und so hast du aus Körper und Nase eine Linie nach oben zum Himmel und stelle dir so vor, dass du dich ganz öffnest für die Himmelskraft. Das ist also Shariranasa oder auch Shariranasasana.